Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme der Simulator-Top-Zeit zum Teil. Schon zum Teil 13. Gut, mal schauen, was die anderen so machen. Der Fahrermanager. Die haben ja alle immer. Nicht besser wer. Ja. Ein bisschen besser als ich. Von der Wertung her. Aber noch besser als er. Also werde ich weiterhauen. Aber ich gehe auch mehr. Auf dem Rückweg im Dienst. Ja. Auch gleich wieder den Auftrag an. Guck mal, das vergeht sich nicht schon aus. Beide sind laufen. Wer weiß, ob ich keine Suchsbilder habe. Aber wenn jemand weiß. Ich werde auch noch überhaupt genug für den Fall. Hat Vorteile. Nur Vorteile. Ich bin ja, muss erstmal schauen, wo ich bin. So, diesmal ohne Radio, nur Ingame-Musik. Du hast das Spiel selber reinmacht und so. Das ist eine Aufnahme, glaube ich, mit Radio, wenn ich mich noch recht erinnere. Diesmal ohne Radio. Ja, ein bisschen abwechselnd hinzubringen und so. Ich kein Krieger von. Stimmt, ich habe das angenommen. Autos. Ein bisschen zu Zeit mehr auf. Ich habe ein bisschen mehr raushauen. Heute kommt noch Teil 12. Also schau so, dass ich vielleicht jeden Tag zwei Videos raushauen kann. Hängt davon zusammen, wie viel Zeit ich zum Rennen habe und so. Ich kann hier schlecht sagen, okay, ich rendere hier so 10 Scales. Ich nehme nicht immer so am Stück auf. Erstmal habe ich viel aufgenommen. Im Großteil habe ich auch rausgehauen davon schon. Rausgehauen. Und so. Wenn noch nie mehr spielen stand. Wie ich auch nebenbei so ein bisschen. Ich bin auch Minecraft und so. Dann wird es Minecraft nur in der Ciao-Variante geben. Und so. Denken wir mal so an. Da könnt ihr mal sagen, ob ihr Minecraft Let's Ciao sehen wollt. Minecraft Let's Play wird es nicht geben. Da will ich beim anderen, wenn wir ein bisschen weitermachen. Und so. Nee, das andere wird abgesetzt, kann ich mal sagen. Ich werde noch ein kleines Video dazu machen. Ich werde dann so wieder mal ein Kanal-Info-Video machen. Was wird bleiben auf dem Kanal? Was kommt demnächst auf dem Kanal? Welche Änderungen erwarten euch auf meinem Kanal? Dass ihr schon ein bisschen Bescheid wisst. Das kommt oder das kommt nimmer. Das schon mal Fragen geklärt sind, was kommt nicht. Das da schon mal Fragen geklärt sind. Weil ich, Leute, die das anschauen, ich weiß, viele stellen nie Fragen. Schreiben mir auch keine Kommentare. Ich bin auch einer, der wo sehr wenig Kommentare hat. Ich habe bis jetzt nur bei einem Let's Play Kommentar geschrieben, weil ich da was wusste. Aber sonst habe ich nie einen Kommentar geschrieben. Und so, sagen wir so, ich fahre, es gibt viele Autodoc Simulator und Videomacher, genauso wie in LS. Nur ich sage, ich mache jetzt für ein LS nicht mehr, oder vorerst nicht mehr, und da kann ich auch sagen, was ich auf Eis gelegt habe, was vielleicht später nochmal kommen wird. Auch interessant für euch, einen kommt ein Video, oder mache ich später wieder Videos. Ah, sieht natürlich gleich da aus, obwohl sich die Form mit der Frucht da hinten drauf. Und so. Weil ich schon ständig wieder frage, ja, kann, was kommt denn nächstes wieder das Video oder so?
es kommt noch mehr Video. Wie viel pro Tag auch kommt, das will ich erwähnen. Also wie viel pro Tag ungefähr kommt und wann man das auch erwarten kann, an welchen Tagen. Ich hasse Leibblonken. Aber kein Schaden, wir sollen meine Nägel weh. Bis er Schaden hat. An meinem anderen Spielstunden habe ich schon Level 6. Ja, da habe ich ein bisschen LKW, ein bisschen so rumgemacht und so. Habe ich eine größere Firma und so. Wenn ich mein Geld gechillt habe und so. Da merkt man sofort, man hat mehr Leistung dann unter dem Motorbel. Muss wirklich aufpassen, es ist jetzt kein Gewicht dran. Es schlendert mit und. Was ist davon, dass ich kaputt geht? Und soll ich mir das Navi her tun? Ich will hier nicht. Nur eine schnelle Frage, ich muss. Bleib nicht sein. Es stoppt auch automatisch, also man kann sich nicht übertanken. Ich werde gleich dort vorne packen, weil ich muss ja schlafen. Wenn man hier reinschaut, sieht man 16 Stunden, sagen wir mal 17, 16 Stunden. Weiß nicht, was ganz so legere ist. Eine Weile zur Ruhe und so. Also wie viel Zeit bleibt mir noch? 7 Stunden. Ja. Und ich bin ungefähr 3 Stunden da. Aber noch gar nicht, fertig dann. Wow, was sieht. Auftun kann, aber ein kalter LKW fährt schneller als ein warmer LKW. Echt, sagen wir so: ein kalter LKW, es geht LKW, da seht ihr auch dran, wie schnell Ding auf diesem Display. Jetzt auch Display, da steht drauf: aha, wie heißt es der Motor? Umso heißt der Motor, LKW viel, umso besser fährt er doch. Falsch, umso kälter der Motor, umso besser. Natürlich muss erst auf die Lebenstemperatur kommen. Aber mit dem kalten Motor kommst du schneller auf Geschwindigkeit. Weil der Motor ist nicht überlastet, über überhitzt, wenn du fährst. Wenn du schon längst laufen müsstest und die Ruhezeit nur schaltest. Sagen wir mal so, du nur schläfst, denn nur wieder überschalten Lenkzeit bezahlen musst. Schlecht. Das ist auch meine erste Fracht mit Autos. Ich bin schon viel, kann aber noch nie Autos. Paradox Simulator. Ich kann auch nicht davon sprechen, ja, wie ist der Paradox Simulator zu seinem Vorgänger. Als Germany und Paradox Simulator, der Vorgänger von Paradox Simulator, ist ein Germany Simulator, glaube ich mal. Und auch Paradox Simulator, der nochmal ein Vorgänger. Da kann ich nicht mitreden, weil. Zum einen, ich früher noch nie in Euro Truck Simulator gespielt habe, nie wusste, dass sowas gibt. Ich wusste, dass sowas ähnliches gibt von Germany, glaube ich. Aber nie Euro Truck Simulator, vielleicht mal eine Werbung gesehen oder sowas bei Seiten so dabei ist, aber nie wirklich gesehen. Und so. Ich werde noch auf alle Fälle wieder machen. Wird nicht lange sein, auf den Punkt zurückzukommen. Das Infovideo wird dafür nur da sein, um zu erklären, ja, hört's zu. Das und das kann in der nächsten Zeit und das nicht mehr.
Punkte für Sprit von ausgeben, ich glaube, dann startet und fährt man schneller. Ist auch hilfreich, bitte. Für Sprit von Punkte ausgeben. Von und dann weiter von. Teilweise fahre ich auch ein bisschen anders da. Wenn ich sehe, ich kann auch so fahren, da fahre ich so ab und zu. Aber auch nur, wenn ich zum Beispiel sehe, da komme ich auch zum Beispiel. Ich bin heute schon mal nach Salzburg gefahren, ein Autosimulator, aber an einem Spielstand. Da habe ich eine andere Schule, bin ich abgebogen, wo ich nicht hätte müssen. Ich hätte auch dort mal bleiben können. Ja, auch schneller gewesen im Endeffekt. Effekt und so. Aber ich würde abbiegen. Vielleicht kann ich das auch mehr erkunden, weil umso mehr du erkundest, umso besser ist es auch später für dich. Liefert er mir, habe ich. Ei, ei, ei. Glück. Wie ich die einstellen da. Verdammtes. Nein, 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 nein. Also wieder in die Werkstatt. Das geht es doch nicht.
Jetzt heute noch eine Folge aufnehmen, dass ich was für. Also ich bin was am Vorrat habe und so. Am Montag gibt es keine Doppelfolgen. Nein, müssen niemand überholen. Nee. Sehen tun uns nichts, aber wollen ist es. Und man hätte es ja wieder Schuld kriegen, wenn man die nicht wollen rennen lässt. Ich nehme mal so auf. Ihr habt es ja schon gemerkt, in den ersten Folgen noch nicht. Da habe ich es noch anders gemacht. Ich habe ein bisschen was gemacht. Cut gemacht. Bisschen was gemacht. Cut gemacht und so. Hier ist es anders, da nehme ich es pro Fahrt. Also mache mal eine Fahrt und so. Nehme ich auf und so. Schau ein bisschen an meine Arbeiter, Mitarbeiter, was die so machen. Oder schlaf. Auch gelegentlich. Also, das auch sieht ja, ich cheate nicht. B. Um euch das Feeling mitzubringen. Da. Ah, fahren wir nach Frankreich. Und ja, jetzt bin ich schon wieder. Was soll ich denn machen, oder? Ja, da fragt der Autor. Wäre schön, wenn wir auch Marken wüssten würden und so. Hat alles schon ein bisschen blöd, wenn da nur steht und fragt der Autor und so. Umso länger es entfernt ist, umso eher kann man schlafen eigentlich. Wenn man dann sich auch einfällt, wenn eine Frau länger als 10 Stunden dauert, dann weiß man, aha, der Tag muss mindestens schlafen und das sind mindestens teilweise dann 6 Stunden. Wenn nicht sogar mehr. Weil er sagt schlecht die 4 Stunden, was er muss. Oder 4 Stunden Ruhepause. Dann geht er hin und macht dann nicht für weiß Gott wie lang. So. Irgendwie mit einem hauptverdienten Geld, Geld zum einen die Kredite zu bezahlen und zum anderen den Fahrern, die wohl noch nicht so viel Geld einbringen, die Geld zu bezahlen. Ich werde aber so machen, ich werde hier nicht sozial zurückreisen und so, sondern so tun, durch und durch machen. Ja, auch ja. Ein Auftrag nach einem anderen Autos gehen, dachte, oh, mal schauen, ob an dem Karo zum Deko-Zeck da sind. Oder schon nichts ergeben ist. Wenn man überhaupt selber kein LKW haben möchte, geht auch. Man kann Firma rausbauen und so. Oder wo muss ich ein LKW kaufen? Auf alle Fälle. Dann wenn man genug Geld hat, kann man sich Firma ausbauen. Dann kann man den LKW jemand anders geben. Und jetzt so machen. In Deutschland, Emmen. Wow, ein Spielstand bin ich zurzeit dabei, in Deutschland auf Emmen zu rüsten. Alle LKWs auf Emmen zu rüsten, die in Deutschland sind. Sind das alle LKWs, die wo nicht Emmen sind, rausfliegen aus Deutschland und so. Wer sagt, einfach verkauft werden. Und ein Ausländer immer hätte gesagt, welche Händler sind da. Ah, da ist ein Einhändler da, okay. Dann geht der damit Vorrecht, wenn da nur ein Händler ist. Außer es sind zwei, dann schaue ich, welcher ist der größere Händler von den beiden. Das von vorne. Ich lasse das also nicht rein. Für so eine Minute.
Antworten und die Worten da. Auch ein bisschen blöd. Ich muss abbiegen. Wurden vor den Linker draußen. Was kann ich machen? Okay, dann noch schon mal diesen LKW hinter mir. Wer sagt vor mir? Hinter mir ist mir egal, ob ein LKW ist, aber vor mir nicht. Warum mehr aufpassen und so. Mal schauen, was so ein bisschen was reparaturmäßig kostet. Einzelteile reparieren lassen und fertig. Einer von den Schaden zurück dazu kommen. Und so. Jetzt ist halt ein Radio einzufügen. Nicht, wer weiß, wenn man Radio einfügt, oder so zum Lauter 2, da lassen wir gerne in die Kommentare schreiben. Wir gerne auch Videos zeigen, wie wir es machen können. Ah nein. LKW für euer Leben ist hart. Besonders mit Autos auf dem Niveau. Cyberzone schon und in der Messe. Nein, auf müssen wir noch nicht. Aber die nächste Achso, wir fahren viele Lampen. Ich schau gerne nur ein bisschen auf Nagel und so. Wir fahren Lampen nur dadurch, wissen wir nicht. Ampelumfahrung. Besser. Schön Straßburg. Ich muss mal sagen, welche Ecke sie es auch verwenden soll. Und die Decke da. MAN. Sollen wir die offen und fair bleiben, die wo spielen? Mit welchen sie beste umsteuern können. Egal ob Tastatur, Lenkrad. Was gibt's noch alles noch? Weil eigentlich jede Rennrute in der Gewicht steuern kannst. Weiß nicht, wo 100 sieben Autos. Finish. Eine gute Arbeit aus, was das ist, genügend.
Dann haben wir auch einen Computerschirm, für was ich das ausgeben soll. Ich mache auch was, da was aus. Mal schnell zu zeigen, hier Frachtmarkt. Man kann auch sagen, okay, Spaß mit zusammen. Angenommen, du willst von Straßburg weg. Und was von Straßburg nach Zürich? Nach Luxemburg, nach Zürich. Luxemburg. Von hier kommst du nach Innsbruck. Salzburg, Nürnberg. Nach Nürnberg, nach Dortmund, nach Kassel. Aha. Bis zum nächsten Mal.